Die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie muss sich heute in London vor Gericht verantworten. Die 20-Jährige ist wegen Störung der öffentlichen Ordnung angeklagt. Heißt, sie und andere Klimaaktivisten hatten sich während eines Protestes geweigert, Auflagen der Polizei zu befolgen. Die Vorschriften, gegen die Thunberg verstoßen haben soll, sind Teil einer umstrittenen Justizreform der konservativen Regierung, die der Polizei weitgehende Kompetenzen verleiht, Protest zu reglementieren. Und damit schauen wir zu unserem Großbritannien-Korrespondenten Arndt Striegler, der direkt vor dem Justizgebäude ist. Und wir hören es im Hintergrund, da ist schon ganz schön was los, Arndt. Also wird es tatsächlich heute auf eine Verurteilung von Greta Thunberg hinauslaufen? Keine Frage, es ist ein richtiger Medienzirkus, wie wir sehen können. Ein richtiger Medienzirkus. Hier hinter mir stehen mittlerweile Dutzende von Demonstranten, wie wir hören können, ziemlich laut, sehr, sehr laut. Greta Thunberg ist vor wenigen Minuten hier im Gericht hinter mir angekommen. Es war wichtig und interessant zu sehen, sie hat diese Ankunft nicht genutzt, um wieder neue Statements abzugeben. Sie ist einfach nur wortlos ins Gericht reingegangen. Und in den nächsten Minuten dürfte es jetzt darum gehen, ob die britischen Behörden Greta Thunberg weiter strafrechtlich verfolgen werden. Es ging ja darum, vor wenigen Wochen hat sie vor einem Londoner Hotel protestiert, hat da angeblich gegen Demonstrationsrecht verstoßen. Und genau deswegen muss sie heute hier in London dann vorm Gericht stehen. Arndt, aber wie blicken eigentlich die Briten auf diese Sympathiekundgebungen von Greta für die Palästinenser? Sie spricht sich ja klar gegen den israelischen Militäreinsatz und gegen das Vorgehen gegen die Hamas-Terroristen aus. Und das hat auch in Deutschland für viel Ärger und Unmut gesorgt. Und die Briten, sehen die das genauso oder ist da gegenüber Greta ein anderes Verständnis zu erkennen? Nein, keine Frage. Diese Kundgebung zuletzt vor wenigen Tagen in Amsterdam, wo sie sich sehr pro Palästina ausgesprochen hat, die haben ihr auch hier in Großbritannien viele, viele, viele Sympathien gekostet. Keine Frage. Wenn ich mal zurückdenke, vor circa einem Jahr wären wahrscheinlich hier hinter mir Hunderte von Unterstützern für sie da gewesen. Heute sind es, ich habe mal kurz gezählt, ungefähr 25 noch, die da sind. Also keine Frage, diese jüngsten Auftritte von Greta Thunberg und die Tatsache, dass sie sich jetzt wohl nicht nur noch für das Klima einsetzt, sondern für auch andere politische Zwecke, die haben hier auch in Großbritannien viele Sympathien gekostet. Abschließend muss ich sagen, aber Großbritannien guckt heute ganz genau hier nach London, um zu sehen, was in diesem Gerichtsgebäude hinter mir passieren wird, ob Greta Thunberg hier in Großbritannien tatsächlich strafrechtlich verfolgt werden soll. Und Arndt, du wirst das Ganze für uns verfolgen und dann live informieren, wenn das Urteil gesprochen worden ist. Danke erstmal für den Moment nach Westminster in London. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.